zeige dir in diesem Video einen coolen Trick, wie du in jeder DAW aus jedem Softwareinstrument innerhalb weniger Sekunden einen perfekten Flächensound machen kannst. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Fangen wir gleich an mit Schritt Nummer 1. Und zwar nehme ich mir hier ein ganz normales Softwareinstrument. Wir suchen uns einfach ein Piano raus am besten. Ich nehme hier gleich das erste. Dieses Piano klingt jetzt zunächst ganz normal. Ich schalte alle Effekte ab, die möchte ich nicht. Und jetzt möchten wir aus diesem Piano ein Pad machen, einen Flächensound. Und das ist wirklich super easy und zwar musst du nur einen Hall reinladen und zwar einen möglichst langen Hall. Ich nehme hier den Space Designer, suche mir hier einen langen Hall raus, Large Spaces, vielleicht Outdoor Spaces und wir nehmen hier Thunderclap, der hat 8 Sekunden. Also ein sehr, sehr langes Reverb. Ich gehe jetzt mit dem Dry-Regler nach unten. Und schon haben wir unser Piano-Pad. Okay. Wunderschön und wirklich super easy und es klingt auch gleich sehr, sehr interessant. Da kannst du also mit verschiedenen Instrumenten rumexperimentieren. Wir nehmen jetzt mal hier nochmal eine Flöte, die wirklich sehr, sehr dünn klingt. Das ist hier so ein Sampler-Instrument von Logic. So eine ganz dünne Tin Whistle und die klingt so. Also wirklich sehr, sehr dünn. Und du kannst hier den gleichen Trick machen. Ich kopiere jetzt einfach den Space Designer hier rüber, also mein Reverb-Plugin und öffne es. Und jetzt musst du immer ein bisschen rumprobieren mit den Dry- und Wet-Regler, also dem Verhältnis von bearbeitetem und nicht bearbeitetem Signal und mit der Länge. Schauen wir mal, wie das jetzt klingt. Es ist jetzt ein bisschen sehr lang, das heißt, ich fahre einfach so ein kleines bisschen runter, weil sonst klingt es zu hallig und ich gehe auch ein bisschen hier noch mit dem Anteil, mit dem Dry-Wet-Anteil einfach noch ein bisschen nach oben. Und schauen wir mal, was jetzt rauskommt bei dieser Tin Whistle. Nochmal, sie klingt so trocken. Und jetzt mit diesem Hall direkt im Kanalzug klingt sie so. Also auch hier ein super schönes Ergebnis. Wenn du solche Instrumente aufnehmen willst oder wenn du auch andere Instrumente aufnehmen willst, musst du natürlich auch wissen, wie man sie mikrofoniert, wie man sie richtig recordet. Und deswegen empfehle ich dir mein PDF jetzt hier noch zum Schluss in 7 Schritten zur perfekten Aufnahme. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du das runterladen, falls es dich interessiert. Ansonsten interessiert mich jetzt natürlich deine Meinung. Hast du diesen Trick gekannt? Wirst du das mal ausprobieren oder wie machst du deine Flächensounds? Wie machst du deine Pads im Sounddesign? Schreib mir das bitte unten in die Kommentare. Das war's für heute mit dem kurzen Quick-Tipp. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen. Viele Grüße aus Alicante und bis zum nächsten Tutorial.